herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist schon wieder ein Monat um. Die Zeit fliegt, gefühlt fliegt sie von Monat zu Monat immer schneller. Und es wird einfach, es wird nicht weniger. Aber was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Juni ist rum, Juli steht vor der Tür. Deswegen mal wieder Zeit für ein Monatsupdate. Wir fangen einfach mal an mit, was ist eigentlich passiert. Im letzten Monatsupdate-Video habt ihr ja gesehen, dass ich in die Halle eingezogen bin. Also ihr habt das davor schon gesehen, aber das war Inhalt des letzten Monats. Dementsprechend haben wir tatsächlich angefangen, die Halle zu nutzen diesen Monat. Noch ist immer noch kein Werkzeug in Anführungsstrichen und keine Hebebühnen drin. Das kommt, hoffe ich, jetzt in dem nächsten Monat, im Juli. Also das steht auf jeden Fall noch bevor, dass wir die Butze voll machen mit Werkbänken von Sonic, mit Hebebühnen von Konsul. Und so ein bisschen Kleinigkeiten werden wir auf jeden Fall noch euch zeigen und mitnehmen. Deswegen freut es mich auch, dass ihr unter dem Hallenvideo so stark dafür wart, dass ich euch dorthin ein bisschen mitnehme. Weil ich denke mal, Thema Werkzeug etc. und Werkstattplanung interessiert einfach jeden. So, kommen wir zum viel interessanteren Teil, Thema Projekte und Autos. Wir sind massiv wieder am Schrauben. Abarth, Marius Golf und Limo. Allerdings haben wir ja gesagt, wir wollen Fortschritt an dem Auto sehen. Das heißt, wir brauchen jetzt so eine kleine Karenzzeit von 3 bis 8 Wochen, bis die einzelnen Videos dazu wieder kommen, dass wir im Schrauber-Business wieder schon voll drin sind. Das heißt, wir haben wirklich pro Auto 1, 2, 3 Videos schon wieder vorproduziert, also angefangen zu drehen. Wir wollen aber die Videos wirklich jetzt immer nur noch dann online stellen, wenn in dem Video auch richtig was passiert ist und man ein Ergebnis sieht. Das passiert aber. Das heißt, ihr könnt euch im Juli auf jeden Fall auch darauf freuen, dass es eigentlich bei allen 3 Autos massiv weitergeht. Definitiv. Ich kann nur kurzum sagen, jedes Mal, wenn ich jetzt in diese Halle reinkomme, die Tür aufreiße, das Licht anmache, ist einfach nur ein Gefühl. Jede Sekunde hat sich da definitiv gelohnt, weil endlich ist Platz da. Man kann auch einfach mal ein paar Autos reinstellen. Man kann auch einfach mal Gäste nach Hannover kommen lassen und die Autos dort filmen. Also das hat sich definitiv schon gelohnt und da ist halt einfach ein dicker, fetter Traum in Erfüllung gegangen, was einen auch einfach noch umso mehr motiviert, in diesem harten Alltag nochmal abends 1, 2 Stunden länger zu schrauben, um einfach an den Autos voranzukommen. So, was haben wir geschafft im letzten Monat? Neben dem besagten, was ich gerade gesagt habe, habe ich wieder ein bisschen Rennsportluft geschnuppert. 24-Stunden-Rennen mit H&R am Nürburgring. 24 Stunden von Le Mans mit Mobile One Racing. Das waren jetzt natürlich neben der Formel 1 so mit die besten Events, die man so bereisen kann. Und ja, ich habe einfach auf beiden Veranstaltungen gemerkt, dass mein Herz brennt da ehrlich gesagt schon irgendwo für. Also sowohl für die Technik hinter diesem Wettkampf. Geht gar nicht unbedingt so um die Technik an sich, sondern es geht mehr darum, mit welcher Art und Weise, mit welcher Technik man sich in diesen Rennserien versucht, einfach Vorteile zu erschaffen. Oder halt genauso auch mit welcher Disziplin und mit welchem Ehrgeiz man einfach über 24 Stunden deutlich besser abschneidet am Ende. Ne? Das war auch wirklich schnittmäßig, muss ich sagen. Habe ich das angeguckt und dachte, wow, das war einfach geil anzugucken. Ja, also auch die ganzen, ich finde, da kommen die Emotionen auch gut rüber, wie sich so ein Fahrer fühlen muss kurz vor dem Rennen und so, das war schon geil. Also das ist ein guter Hinweis definitiv, weil es ist dann halt, also ich bin wirklich jemand, dem die Aufrufe der Videos, sage ich persönlich, weniger wichtiger sind, als sie mit Sicherheit bei anderen YouTubern sind, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, oh, mein Video kam nicht gut an und so weiter, weil es halt wirklich bis heute alles Sachen sind, die ich selber einfach fühle und dementsprechend auch deswegen gerne filme. Aber bei diesen speziellen beiden Videos, aber wir wissen, dass das bei Rennsportvideos generell so ist, da kommen wirklich immer echte Emotionen durch, wie Nico auch gerade schon gesagt hat. Also dem einen oder anderen kann ich nur noch mal einen kleinen Wink geben, guckt euch die beiden Videos vielleicht noch mal an, weil ich werde es nicht vergessen, wir waren in Le Mans kurz vorm Warm-up noch in der Boxengasse und auf einmal, Trillerpfeife, durften die ganzen Leute ihre Autos auf einmal in die Boxengasse schieben. So, das heißt, es ging los und wirklich in Sekunden, diese ganzen Le Mans Boliden standen wirklich Stoßstange an Stoßstange in der Boxengasse und es durfte halt, ich glaube, es waren 10 Minuten Aufwärmen für den Tag gefahren wurden. Und dieses Gefühl, diese Dynamik so in der Boxengasse war schon echt ein Erlebnis. Was haben wir in dem Monat noch gemacht? Haben den RS4 mal angefangen aufzubereiten. Der sieht jetzt wieder richtig fresh aus. Wir waren bei Sui seit lang, weil ich ja sagte, es geht mit den Projekten wieder los. Dementsprechend brauchen wir Motorenbauer.
habe ich auch in einem Video gesagt, warum habe ich mit Subi relativ wenig gemacht in letzter Zeit. War absolut nicht irgendwie wegen irgendwelchen Indifferenzen, Streitigkeiten oder wie auch immer. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit keinem irgendwelche Indifferenzen oder Streitigkeiten habe. War einfach, dass die Notwendigkeit für den Motorenbau in dem Moment nicht da war. Ich war öfter mal zum Espresso trinken da, aber halt nicht zum Content machen und Motoren bauen. Jetzt wiederum ganz neue Liga wieder, weil wenn wir die Autos fahren, brauchen wir immer Motoren. Das heißt, dort werden wir jetzt wieder häufiger sein. Und mich persönlich freut es auch wirklich sehr, wie dort die Entwicklung ist, was da für ein Maschinenpark mittlerweile steht, welche Arbeiten da alle gemacht werden können und so weiter. Ziemlich genau das Gleiche. Wir waren in München bei der Firma TTE. Die Jungs, die für mich die Turbolader bauen, ähnlich. Auch krasse Entwicklung. Freut mich wirklich von ganzem Herzen, dass auch bei diesem Unternehmen diese Entwicklung so stattgefunden hat, weil ich kenne auch dieses Unternehmen wirklich von der ersten Sekunde an, wo Philipp und Chris noch zu zweit waren. Und jetzt auch diesen Maschinenpark, das Know-how, die Mitarbeiter, die Qualität der Mitarbeiter ist auch da einfach geil. Und wie ihr gesehen habt, auch dort geht es wieder um meine Projekte, so wie es halt immer ist. Und auch so ist einfach diese Verbindung entstanden. Ne? Dann wurden wir von Audi aus nach Spanien eingeladen, Malaga. 25 Jahre Audi RS4, ein wirklich geiles Auto, muss man einfach sagen. Es gibt nur 250 Stück davon. Ich bin da hingefahren und dachte mir, ach ja, wird so ein bisschen ein Auto, was einfach nur so ein 25 Jahre Badge bekommt und limitiert ist. Ist aber nicht so. Es ist wirklich ein rein rassiges Track-Tool mit, ich glaube, vierfach verstellbarem Fahrwerk, mit 2 Grad Sturz vorne durch andere Querlenker. Die komplette Dämmung wurde reduziert oder minimiert. Die beiden Worte passen besser. Somit ist das Auto fast 100 Kilo leichter. Kein Schiebedach, keine Dachreling. Imola Gelb, Traumfarbe, Traumfelgen. Es gibt einen zweiten Satz Semis mit dazu. Wir durften ein altes Auto, einen alten B5 fahren, wo mir sofort aufgefallen ist, das Ding ist nicht Serie. War ein witziger Moment, könnt ihr euch so vorstellen. Man fährt mit Audi, man wird von Audi eingeladen, um 2 Autos zu fahren und auf einmal ist die Butze nicht Serie. Jetzt mal ohne Kamera, ne? Hier ist doch eine Software drauf. Also ich kann es nicht glauben, auf jeden Fall. Ein Serien RS4 B5 haben wir dann allerdings auch noch zu sehen bekommen, und zwar ein RS4 B5 Sport. Da gab es wirklich nicht viele von. Die hatten serienmäßig Recaro Pole Position drin. In Imola Gelb mit unter 2000 Kilometer. Das Ding war wirklich wie geleckt. Jedes Plastikteil im Innenraum hatte die gleiche Farbe. Da war nichts dran gefrickelt. Ja, war auch eine geile Reise. Kann ich euch auch einfach nur empfehlen, dieses Video nochmal reinzuziehen. Das sind wirklich 3 Videos, die ich jetzt gerade genannt habe mit 24-Stunden-Rennen und Le Mans, die wirklich einen Inhalt haben, die wirklich Emotionen zeigen und die wirklich sich wirklich lohnen. Und auch an der Stelle vielen, vielen Dank auch da nochmal für die Einladung, dass wir diese Reise dort machen können. Ja, ich war generell in den letzten 8 Wochen wirklich viel unterwegs, weil ich die 8 Wochen davor nur mit der Halle beschäftigt war. Jetzt wiederum habe ich mir komplett Juli und August freigehalten. Dort werden nur die ganzen Projekte gemacht, weil es ist schon wieder Juli. Die Hälfte der Saison ist rum. Wir wollen aber natürlich mit den Autos dieses Jahr einfach nochmal fahren. Sowohl Marius hat wieder Motivation gefunden, der will mit dem Golf nochmal angreifen. Abarth eh angreifen, Limo eh angreifen. Ich kann es nicht oft genug sagen, deswegen Juli, August jetzt freigehalten für Schraubereien. Da werde ich also nicht so viel unterwegs sein. Guter Punkt ist nämlich im Juli, 5. bis 7.7. sind nämlich auch die PS Days in Hannover, unsere große Tuning-Messe. Da muss ich auch nicht für reisen, weil die ist nämlich in Hannover, was es natürlich auch deutlich einfacher macht. Geht Freitag los, der Freitag ist sogar auch ein bisschen länger, ist nur ein halber Tag, geht erst mittags los. Was hat die Messe zu bieten? Ein riesen Messegelände, eine riesen Halle voll mit Ausstellern, eine riesen Halle, wo Sven Schulz, der auch für die ersten Motorshow die Tuning Experience macht, wirklich die geilsten, krassesten Autos aus Europa wieder zusammengesucht hat. Und dann draußen findet ihr uns auch noch unter den ganzen Holzpavillons. Da gibt es auch nämlich noch einen Draußenbereich. Und dann ist die Late Night vor Ort und macht die Showstrecke. Das heißt, es wird wieder jede Menge Gas gegeben, geburnt. Es gibt ein bisschen Action. Es gibt diesmal einen Driftbereich, ganz neu. Letztes Jahr war es ja mehr so ein Monster Truck und Showbereich. Dieses Mal ist ein Driftbereich. So. Ganz am Ende muss ich auch nochmal sagen, erstens, Rabattcode Philipp20, alles groß geschrieben, gibt 20%. Ich weiß nicht, PK20? Nee, war leider PK20, aber wurde mir auch falsch übermittelt. Ach so. Als es dann online ging, hieß es, nee, das ist Philipp20, wir können es natürlich in dem Video nicht korrigieren, außer unten im Text. Das heißt, sorry dafür, der Rabattcode ist Philipp20 und nicht PK20, war ein Fehler von der Messe. Gewünscht war PK20, weil es einfach keine verschiedenen Schreibweisen davon gibt. Bei Philipp20 muss man es wieder wissen und so weiter. Egal, macht die Veranstaltung nicht schlechter und die Show nicht geiler? Nicht geiler, die Show nicht ungeiler. Boah, ist aber auch schon wieder ein Wortgulasch heute. Ja, das stimmt, die
Show macht es nicht geiler. Deswegen gönnt euch die Tickets, 20% sparen geht immer. Und für jeden, der Bock auf Party hat, 6.7. wieder unsere PS-Night im Ex-Funpark direkt am Messegelände ab 20 Uhr. Das heißt, es geht direkt nach der Messe los. Es werden so 2.000-3.000 Leute sein. Im Main-Bereich wird wieder Chris an den Turntables sein von Sunshine Live. In dem kleinen Bereich wird natürlich Feinster RB laufen. Und jeder, der letztes Jahr da war, weiß, wie cool, also wie die Atmosphäre am Ende war. Weil es war so ein bisschen so, für uns Hannoveraner ist das halt so immer so die Stammdisco gewesen, für jeden, der Bock halt auf elektronische Musik hatte. Und 10 Jahre später kommst du in den Laden rein und die gleichen Personen stehen wieder auf der gleichen Stufe, auf der gleichen Treppe. So, weil so jeder so seinen Bereich hatte. Ne? Und zusätzlich war es auch einfach nur geil, einfach mal diese... Man kennt ja immer mal so eine kleinere Messeparty oder vielleicht eine Grillage auf irgendeinem Treffen. Aber 2000 Leute, die alle das gleiche Ziel haben, die gleichen Interessen haben, in einer Diskothek. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass das zu sehr eskaliert, aber haben sich alle top benommen, war eine richtig geile Show, findet dieses Jahr auch wieder statt. In der Beschreibung kriegt ihr die Tickets. Es gibt auch eine Abendkasse, ganz entspannt, kommt vorbei, jedermann kann kommen. Jeder ist erwünscht. Jeder, der Bock hat zu feiern, ist dort genau richtig. Eintritt 15 Euro, auch noch vollkommen human. Deswegen kommt einfach vorbei, habt einen geilen Abend mit uns. Wird auf jeden Fall fett. Gibt auch einen Bus-Shuttle, da sage ich dann aber später nochmal zu. Ich weiß gerade nicht ganz genau wo, aber es gibt wieder die Möglichkeit von der Messe mit uns alle zusammen, mit einem Feierabendbierchen wahrscheinlich von Alos, dann mit dem Bus darüber gefahren zu werden, auch wenn es mit dem Bus ein riesen Umweg ist. Aber wir müssen diesmal mit dem Bus außen rumfahren, weil wir nicht gerade rüber können. Deswegen habe ich für euch sogar noch einen Bus-Shuttle organisiert, dass wir alle zusammen mit dem Linibus da vorfahren können. Ich glaube, da ist ein EM-Spiel an dem Abend. Sollten die Deutschen es nicht verkacken, spielt, glaube ich, da Deutschland. Das heißt, dann muss ich natürlich irgendwie gucken, ob man nicht irgendeine Art Public Viewing-Möglichkeit noch organisiert wird. Das wäre stark, ja. Ja, muss ich, weil ich glaube, um 21 Uhr ist das Spiel da. Ich gebe auf jeden Fall alles. Ne? So, kommen wir zu dem letzten Punkt von dem heutigen Video. Ich war auf der Reifenmesse mit Benny Leuchter. Eine Person, wo ich wirklich großen Respekt vor habe, was das fahrerische Können angeht. Gerade in Kombination, dass er auch noch Techniker ist und Frontantriebliebhaber ist, was selten ist unter Rennfahrern. Wir waren zusammen auf der Reifenmesse, haben unter anderem ein paar Challenges gemacht, wo wir auch mal Simulator fahren durften. Das heißt, neben HWA bin ich jetzt bei Falken Tires auch noch auf dem Simulator gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, wie einem das Simulatorfahren in wirklich kürzester Zeit auf der Rennstrecke hilft. Muss man einfach sagen. Also, wie sehr mir das Simulatorfahren etwas bringt, um auf der Rennstrecke mich schneller zurechtzufinden, also wirklich verdammt schnell zurechtfinden, da reichen halt wenige Runden. Und genauso andersrum, wenn ich mir überlege, die allerersten Runden, die ich damals mal auf dem Simulator gefahren bin, ich weiß noch, das war bei Daniel und Luke, als ich das erste Mal bei den beiden Kollegen war, hatten die einen kleineren Simulator da stehen. Das heißt, das war einfach nur ein Lenkrad mit Pedalerie, mit ein bisschen Feedback und Monitor. Wie schlecht ich mich da angestellt habe, jetzt 3 Jahre später, nachdem ich ein bisschen Rennstreckenerfahrung habe, wie viel einfacher es auch im Simulator läuft, dass mir das gezeigt hat, dass ich so einen Simulator brauche. Ich brauche den nicht zum Spaß haben unbedingt, weil ich habe auch außerhalb meines Autos Kosmos mit meiner Familie jede Menge Spaß, aber ich brauche den, um voranzukommen. Weil ihr wisst, ich bin immer eine ehrgeizige Person, die das, was er macht, gerne immer gut macht. Und dazu zählt natürlich auch, dass ich mein Material auf der Rennstrecke nicht verheize mit der Strecke kennenlernen, sondern dass man eher Fahrpraxissachen erstmal auf dem Simulator herausfährt und dann auf der Strecke einfach weniger Runden braucht, bis man bei der Performance ist, wo man angekommen ist. Bei mir geht es gar nicht unbedingt immer auf der Rennstrecke, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, um das Fahren, Fahren, Fahren. Also ich bin nicht Typ Person, die da unbedingt 200 Runden fahren muss, sondern mir geht es halt da wirklich um die Performance, um die Verbesserung, um das Auto. Und als ich dann wieder auf der Messe war und mit Benny zusammen nochmal eine Runde Simulator gefahren ist, kam mir der Gedanke, wir brauchen auch so einen Simulator, wir haben jetzt ja so eine schöne Halle und ja, das zeige ich euch jetzt, was jetzt kommt. We'll be right back.
Wir sind im Rennen. Ich sag euch, dieses Gefühl, endlich selber trainieren zu können, einfach nur geil. Nico ist genauso infiziert. Ich vermute mal, du hast die Nacht durchgezockt. So ziemlich, ja. Wirklich, an der Stelle vielen, vielen Dank an Case King und Cooler Master für dieses Setup. Wir haben ein Moser Lenkrad inklusive Pedalerie. Das ganze Setup allerdings, wie es hier steht, ist noch nicht perfekt. Wir grooven uns da noch ein bisschen ein, damit es möglichst reell wird. Ich habe auch die Vision, dass ich sitze wie im Abarth. Und natürlich an der Stelle, Mindfactory hat uns einen Rechner gebaut. Ohne den würde nämlich gar nichts gehen. Guckt euch das Ding mal an, wassergekühlt mit Display und Display. Das heißt, man kann den auch betreiben ohne den extra Monitor, weil das hier ist auch ein Display. Einfach nur geil. Vielen, vielen Dank. Wir grooven uns hier jetzt ein bisschen ein, weil ich freue mich drauf, dass wir mit euch auf jeden Fall das ein oder andere Online-Rennen am Ende zocken, aber erstmal müssen wir ein bisschen trainieren. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.